Servus Freunde und herzlich willkommen zu Harvest Moon 64. Yeah. Im letzten Part haben wir ja versucht, die Treppen zu holen. Und jetzt gehen wir das mal farmen. So. Können wir das schon ernten? Nee. Okay. Das ist okay, Freunde. Dann pflanzen wir die Sachen. Das war noch ein Scheiß. Jetzt muss ich erstmal wieder Wasser holen. Ja, ich nehme jetzt gerade hier im Voraus wieder auf. Ich glaube, der dritte Part heute. Ja, ich habe halt sehr Bock auf dieses Spiel. Das ist echt super schön und es macht wirklich süchtig. Man hat einfach so viele Chancen und man. Das macht einfach so viel Spaß, Freunde. Es macht so viel Spaß einfach nur. Es sieht vielleicht als langweilig an irgendwie, aber es macht so viel Spaß, seine Farm, um seine Farm zu kümmern und so weiter. Das macht echt mega viel Spaß. So. Ja, was? Alter, ich habe mich schon erschreckt. Was macht der denn hier? Ja, stimmt ja, die machen ja die Treppen. Die bauen ja die Treppen. So gesehen. So, dann arbeitet mal, ihr Penner. So. Stimmt, ich habe ja um meine. Ich habe mich um meine Hühner noch gar nicht gekümmert. Stimmt, da gehe ich jetzt mal hin. Ich habe die schon fast vergessen. So, wie viel haben wir noch? 8 Stück, okay. So, keiner ist erwachsen geworden, immer noch schade. Aber was soll's. Die werden schon noch erwachsen. So, wir müssen denen nur genug Zeit geben und genug Futter. Dann passt das schon. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal ein bisschen angeln. Und ich weiß auch nicht, wieso ich eine Axt da reingetan habe. So, was habe ich hier eigentlich? Amount of Fodder habe ich nichts. Ich habe nichts. Futter habe ich einfach nichts. Ich muss hier Heu kaufen und das dann reinlegen. Ja. So. Es gibt hier sehr viele exotische Sachen. Und sogar eine hässliche Schlange. Warte mal, ich möchte noch was machen. Nein, die Angel legen. Ich glaube, hier gibt es jetzt viel mehr Fische. Ich glaube, auch andere Fische gibt es jetzt hier. Das weiß ich jetzt aber gerade nicht. Ach, komm jetzt, Alter. So, Bams. Kommt hier, Fische. Alter, an diesem... Im Sommer müssten eigentlich so viele Fische kommen. Ich weiß nicht, was da jetzt los ist. Komm noch mal. Du Penner. Alter, komm jetzt. Was soll die Kacke? Komm. Nee, es sind keine anderen Fische. Okay. Na egal. Haben wir auf jeden Fall schon mal exotische Sachen hier reingelegt. Und legen dann noch mehr rein. So. Wir haben unser Geld bekommen. Das ist sogar ziemlich viel. So, für diesen Tag. Wir hatten wie viel Geld? Ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall nicht viel. So. Ja, ist alles, du Penner. Es ist alles, Freund. So. Ich bin lieber nicht unhöflich zu denen. Der ist nämlich cool. Der kauft immer hier ein. So. Ob unsere Treppen schon fertig sind, sieht nicht so aus. Glaube ich. Hey, Brother. Was? Was machst du hier? Oh, I've never seen such a beautiful flowers. Go, I will punch more, okay? See you, brother. Das ist mein Brother? Okay. Wusste ich jetzt gar nichts davon. So. Kann man die verkaufen? Nein, ich kann die gar nicht verkaufen. Was ist das für ein Scheiß? Da habe ich... umsonst was ge... Nee, ich habe was... Ich habe eine viel bessere Idee. Ich Vollidiot. Ich kann die nämlich jemanden schenken. Stimmt. Warte mal, wir können die hier reinlegen. Stimmt, na ja, gut. Das ist super. Das heißt, das können wir jemanden schenken. Ja, genau. Wieso habe ich das hier reingelegt? Ich habe eins verschwendet, aber ich wusste halt nicht, dass man das nicht verkaufen kann. Na gut. Da haben wir 300 einfach mal für die Frau ausgegeben. Naja.
dann schenken wir es ihr. Ich glaube, das zählt sogar noch viel mehr als Geschenk, halt, weil es keine Blumen sind, die man halt einfach so findet, sondern einfach Blumen sind, die man auch wirklich viel Mühe und so weiter holen muss. So. Nee, passt schon. Das pflanze ich jetzt auch noch. Passt schon, aber ich wusste es nicht. Naja. Ist jetzt auch egal. So. Dann hier. Na, bitteschön, hier. So, dann Chicken-Futter. Dann geht's ab zu den Chicken-Wings. So. Es ist immer noch kein Huhn erwachsen. Was soll die Kacke? Es ist immer noch kein Küken erwachsen hier. Mann, schon wieder von daneben. Das ist blöd, ein bisschen vom Spiel. So, hier habe ich es reingelegt. Perfekt. So, wir haben ja drei Hühner. So gesehen. Aber zwei davon sind nicht recht. Und nicht real. So wie Real Madrid. So, was machen wir jetzt an diesem Tag? Ich weiß es nicht, Freunde. Die arbeiten noch dran. Das ist super. Da gehe ich wirklich jetzt mal dieses eine Mädchen da suchen und schenke Blumen. So. Nee. Dann lass es so. Dann lass es. Wo ist die? Nicht die. Verpisst euch jetzt mal. Ein Hase ist hier, eine Schlange. Was ist das denn? Verpiss dich mal. Kann ich die nicht reinnehmen? Ich möchte die mal aufheben. Aber das kann ich ja gar nicht mal. Halt die Fresse. Ich kann das leider nicht töten. Ich weiß auch nicht, wie das gehen sollte. So, habe ich Hühnerfutter? Okay, gut. Habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte Hühnerfutter drauf, weil ich wollte jetzt B drücken einfach. Okay, hier ist nix. Wo ist die denn überhaupt? Ich glaube, die ist in der Kneipe. Nee, ohne Scheiße. Sie ist wirklich in der Kneipe. Und da waren wir auch noch nie. So, ich möchte ihr Blumen schenken. Also, komm her. Nee, ich glaube, die ist sogar hier. Kann das? Ja, hier ist sie. Gosh, what a terrible father. You should let me have my way. What? Don't be so selfish, Kevin. What an wonderful daughter. Okay. So, wo ist sie denn jetzt? Room Organizer. Organize your living space. Don't carry around items you don't need. Price 2000G. Oh, das ist bestimmt was Cooles, das da. Darauf spare ich jetzt mal. So, wo ist die blöde Kuh? Wo könnte die sein? In der Kirche vielleicht? Bitte, lass dich dort sein. Nee, da ist keiner. Was? Dann gehen wir um 6 Uhr halt dorthin. Mein Gott. So, jetzt kommen wir da rein. Ah, da ist sie doch. Hier, bitteschön. Meine wundervolle Dame. Oh, thank you, I feel happy. Hier nochmal, du wunderschöne Dame. Wunderschöne Dame. Du blöde Kuh! Hallo. Ich rede mit dir. Thank you. Ja, hier nochmal eine Blume. Du blöde Kuh. So, noch eine Blume, du blöde Kuh. Jetzt hau doch nicht ab. Hallo. 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 Hallo, schmeiß dich nicht an den ran. Hier, ich bin hier. Hallo. Blöde Kuh. So, ich möchte
dass du weißt, dass ich dich liebe, mein Schatz. Mua. Kann es sein, dass man alles auf einmal nicht machen sollte oder dass man das jeden Tag einfach nur einmal machen muss? Ich weiß es nicht, wie man das genau macht. Okay. Ich habe keine Ahnung. Pff, passt alles eigentlich. Dann gehen wir pennen. Passt schon. Wir haben zwar nicht viel verkauft, aber naja. So, es regnet, das ist schön. Das heißt, ich muss mich gar nicht um das sorgen. So, das heißt, ich muss hier nichts denken. Das ist super. Aber es gibt noch eine schlimme Sache, und zwar ein schlimmes Wetter, und zwar Blitz. Da können wir nämlich nicht raus. Das heißt, wir können nichts machen. Das heißt, wir dürfen die Hühner nicht füttern und so weiter. Das ist die schlimmste Sache. Das ist echt schlimm einfach nur. So. Ich nenne es Hope. Einfach mal Hope. Ja, komm. Es ist immer noch keins erwachsen. Ja, es reicht jetzt erstmal. 4 Hühner haben wir jetzt erstmal. Das wird zu viel. Viel zu viele Küken. Wenn eins erwachsen wird, dann tue ich das nächste erstmal rein. 4 reichen erstmal. Wir haben 3 normale Küken und die kann ich mich gar nicht kümmern. Das ist das Blöde. Ich kann einfach nichts machen für die. So, ich schaue lieber mal die Nachrichten an, weil ich habe irgendwie Schiss und Schiss davor, dass morgen Blitz oder so. Oh, es regnet wenigstens. Okay, das ist egal. Okay, das ist nicht so wichtig. So, jetzt müssen wir auf 2000 G sparen, weil wir diese eine Karte da haben wollen. Die möchte ich unbedingt haben. Unbedingt. So. Weil die wird ziemlich wichtig sein. Scheiße, komm. Fisch, beiß an. Pisser. Ich bin immer zu spät, glaube ich, mit dem Timing. Ja, komm schon, Fisch. Ja, Fisch, komm jetzt. Komm jetzt, ich habe was vorbereitet. Ein Candlelight-Dinner für dich und für mich. Ja, ich krieg das nicht hin. Bitte, 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 bitte. Komm schon, Alter, wo soll ich denn wissen, wie das Timing ist? Ja, komm, wenn es so lang dauert, dann kann ich doch echt nicht wissen, wann es kommt. Aber ganz ehrlich. Komm schon. Alter, sieht das nicht aus wie so ein Beyblade? Diese Angelhaken da. Ja, komm, Alter, nicht. Blöder Huren. So, komm. Fisch, beiß ein. Ja, Fisch. Ja, beiß an, Mensch. Was soll die? Oh, oh. Awesome. Habt ihr das gesehen? Das ist ein fettes Viech. Gut. Ich glaube, dieser blaue Fisch da ist ziemlich viel wert. So. Was macht der Affe da? So, dann tue ich noch die Sachen hier rein. Einfach weil es nur für die Sommerzeit das gibt. So. Dann geht's ab. Nach Hause. Und hoffe, ich habe genug Geld bekommen. Also ich bekomme hoffentlich genug Geld dafür. Um am nächsten Tag wahrscheinlich das Ding zu kaufen. Ich brauche jetzt 2000 G. Habe ich ja schon gesagt und das möchte ich auch unbedingt haben. Aber ich glaube, ich krieg zwar nicht 2000 G, aber wahrscheinlich 1400 oder sowas. Ungefähr zusammen. So, komm. Komm, komm, komm.
Also wie wert sind die ganzen Sachen jetzt aber nicht? Ich glaube aber nur, der Fisch ist ziemlich wertvoll. So, gut. Gut, gut. Morgen muss ich auch nicht gießen. Das heißt, ich habe wieder mehr länger Zeit. Das ist schön. Das ist super. Wie viel haben wir? Ja, nicht viel. Shit, ich dachte, wir bekommen mehr als 1160. So, ich glaube, arbeiten die im Regen auch nicht, oder was? Oh, meine Treppe ist fertig. Cool. Ich sehe gerade, was ist da oben eigentlich? How about this? Isn't it great? I've just finished. Take a look. Ja, doch ziemlich cool eigentlich. Ich glaube, jetzt können wir uns auch noch eine Terrasse holen. Und zwar ist das dann ein Balkon, glaube ich. So, bis jetzt ist nichts, hat sich nichts getan. Und ist es überhaupt ein neuer Tag? Ja, ist ein neuer Tag. So, hoffentlich ist jemand erwachsen hier. Oh, danke schön. Aber der hat noch kein nichts gelegt, okay. Das heißt, wenn wir am nächsten Tag wieder zwei Eier bekommen, lege ich eins rein und eines verkaufe ich. So machen wir das ab sofort. Und nicht anders. So. Dann verpiss dich. So. Jetzt müsste aber auch bald das nächste Küken eigentlich alt werden. So, dann gehen wir wieder angeln. Oder irgendwie irgendwas machen. Dass wir wieder Geld bekommen. Die Treppe ist sehr schön. Ich finde sie auch sehr, sehr geil. Aber wir brauchen schon diese Karte da, die ich euch gesagt habe. Die für 2000 G. Die ist ziemlich wichtig. So, dann gehen wir angeln ein bisschen noch. Holen wir das Ding hier. Das bringt ja zwei kleine Geldsummen bei, aber in der Masse bringt das dann schon genügend Geld ein. So, komm. Hallo. Ja, dann dauert das noch. So, komm jetzt. Na komm schon. Na komm schon, sieh schon. Na sieh schon. Och, jetzt komm schon. Komm. Nice. Wieder so ein fetter Fisch. Dann möchte ich noch einen fetten Fisch, bitte. Komm. Komm, Fisch. Dann halt nicht. Was? Oh, geil. Zum perfekten Zeitpunkt. So, dann würde ich noch sagen, angeln wir noch hier ein bisschen. Einfaches Prinzip. Ich glaube, hier ist eine scheiß Position. So, hier ist besser. Nice. So, wir haben jetzt erfolgreich geangelt, eigentlich einigermaßen. Und bringen das jetzt nach Hause. So. Der Part ist 15 Minuten lang. Ich würde jetzt sagen, wir machen noch einen Tag und dann war es das wirklich für diesen Part. Und dann geht es im nächsten Part weiter. So, dann gehen wir pennen. So, jetzt schauen wir, was morgen für ein Tag wird. Oh, ein schöner Tag. Okay. Perfekt. Dann gehen wir weg. So, die Treppe ist sehr schön. Passt auch perfekt. Einfach zu meinem Zimmer. Nur ich würde sagen, das ist oben ein bisschen blöd, weil wir noch nichts haben da oben. So, sehr schön. Das wächst so langsam ein bisschen. Na, dann gießen wir das mal. Die Samen sind immer noch nicht gewachsen. Ich weiß nicht wieso, aber naja.
Da kannst du so wieder ein bisschen Wasser rein tun. Okay. So. Hätten wir. So. Perfekt. Dann geht's ab ins Hühnerhaus. Und was ist hier los? Noch nix. Es haben beide Eier gelegt. Das ist super. Eins tun wir hier rein und eins verkaufen wir. Perfekt. So, ich glaube, wir müssen aber bald wieder mal Hühnerfutter kaufen. So. Ich glaube, bald müssten beide Küken noch eigentlich erwachsen werden. Das müsste eigentlich gar nicht mehr so lange dauern. So. Hello, anybody home? Wer fragt das? Hey, was bist du für ein Pisser? Hello, I'm a traveling salesman. Today I've brought a special product just for you. It's called Super High Grade Chicken Feed. If you feed your chickens with this food, they will lay golden eggs, isn't that something? It costs 150 Gramm for 10 meals. Oh boy, thank you very much. Got the super high grade chicken feed. Wait, this looks like ordinary feed. I've been cheated. When zone. So ein Wichser. So ein Wichser. So ein Wichser. Ich wurde einfach immer verarscht. Naja, egal. So viel hat es jetzt auch nicht gekostet. Ich habe einfach nur 50 Gramm mehr bezahlt. Also scheißegal. So. Ich würde sagen, wir verarschen ihn auch auf jeden Fall irgendwann. Bald sind wir die Salesmänner und bumsen ihn in den Eiernüs. Aber ich glaube, das stimmt sogar wirklich, dass mit den goldenen Eiern. Das glaube ich sogar wirklich eigentlich. Das, ich glaube, das war schon mal so. Es sieht zwar so aus wie normales Futter, aber das kann sein, dass es wirklich so geht. Ich weiß aber nicht mehr so genau. Aber das müsste wirklich gehen eigentlich. Naja, hat er uns halt verarscht, dieser Penner. Ist mir auch egal. So. Mehr können wir halt leider nicht jetzt nicht verkaufen, gerade zu dieser Zeit. Wir haben nicht viel. So. Okay. Der hat uns einfach mal verarscht. Dieser Penner. Einfach mal so. So ein Arsch. Was ein Arschloch. Was ein Arschloch. Ein richtiges Arschloch. So. Mal alles hier getan. Was hatte ich, können wir jetzt auch... Warte, aber bin ich blöd. Ich muss da noch die ganzen Sachen da reinlegen. Stimmt. So. Dann nochmal so. 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 Wir können eigentlich noch sogar viel mehr Geld verdienen, bin ich blöd. Das müsste ich jetzt auch eigentlich mal machen. Endlich. So. Ich würde sagen, wir nehmen noch diese Station damit. Und zwar diese hier. So. Wir bauen das immer ein bisschen mehr an. Aber nicht so viel, weil bald ist Winter. Damit ihr Bescheid wisst, nach Sommer kommt der Winter. Und deswegen baue ich jetzt nicht so viel an. Und da pflanzen wir noch irgendwas ein. Ja, ist alles. So, da pflanzen wir noch das hier ein. So. Und gießen das auch mal. Ganz normal, wie normale Männer. So. Perfekt. Dann gehen wir pennen. Dann können wir in Ruhe pennen gehen.
Okay, ich bin aber nicht so geizig und tu noch einen Tag drauflegen. Ja, ich bin ein bisschen süchtig nach diesem Spiel. Aber es ist auch ein super Spiel, also ganz ehrlich. Das kann man nichts Schlechtes dagegen sagen. So. So, so. Okay. Ich hoffe, beide Chickens. Drei. Es gibt jetzt drei Chickens, hoffe ich mal. Aber ich glaube eher nicht. Das muss erst morgen, glaube ich, geschehen. Und es könnte doch wirklich sein heute, dass noch ein Küken erwachsen wird. So, noch zwei Wasserdinger hole ich jetzt erstmal. Ich brauche ja für zwei Felder noch Wasser. Das ist ja nicht möglich. Eigentlich die Mitte ist ja nicht so unnötig, aber naja. So. Es sind immer noch nur zwei Hühner. Was ist denn los mit euch? So. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, das mit den goldenen Eier. Ich hoffe es zumindest, weil das wäre ziemlich geil. Ich glaube, das ging sogar. Ich weiß es aber nicht. Es müsste gehen. Und das werdet ihr aber erst im nächsten Part herausfinden, ob es geht. Und ich auch. Scheiße. Ja, aber ich kann es ja wenigstens an einem gleichen Tag aufnehmen. Das ist super. Nee, ich werde es nicht an einem Tag aufnehmen. Ich werde es dann morgen wieder aufnehmen. Ja. Wir werden es dann morgen alle gesamt gemeinsam dann herausfinden. Ich bin auch selber gespannt, ob das wirklich so stimmt oder halt nicht. Es kann nämlich sein, dass es wirklich so ist. Auch wenn es nur normales Futter war. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es ging sogar. Ich weiß aber nicht, ob ich mich daran richtig erinnere oder ob das das richtige Spiel war. Ich glaube, es war hier wirklich. Es gab es hier wirklich. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. So. Nimm mal das mit, Bruder. So. Dann gehe ich jetzt erstmal noch in den Pflanzenladen. Weil da können wir jetzt noch ein bisschen was holen. Und zwar Tomaten. Stichwort Tomaten. Butter. So. Das hatten wir doch, glaube ich, noch nicht, ne? Nee. Die kosten ziemlich viel sogar. Umschauen, denke ich, schadet nicht. So. Mehr können wir nicht holen. Okay. Wir könnten auch das kaufen, aber das brauchen wir zwar auch gar nicht. Das ist nämlich für Kühe. So, wir können nichts tun. Und das heißt, wir gehen dann schnell mal wieder. Und legen die ganzen Sachen, die wir bekommen haben, rein. Und hoffen, dass morgen die goldenen Eier kommen. Yeah. So. Ich weiß aber gar nicht, was das sind. Sind das Ostereier da? Ich weiß es nicht. Sehen so aus wie Ostereier. So. Naja, dann gehen wir pennen. Und schauen wir, wie viel Geld wir denn haben. Und ich glaube, morgen ist Fitness Day, ne? Das heißt, Mittwoch. Und Mittwoch hat dieser eine Laden dazu. Das heißt, wir können erst am Donnerstag die Sache dann kaufen. So. Ich schaue jetzt mal, wie viel Geld wir haben. 2120. Super. Auf jeden Fall, im nächsten Part geht es weiter. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Part.